Hallo Udo, grüß dich. Grüß dich. Udo, ich habe eine Frage an dich. Und bei mir geht jetzt alles irgendwie kreuz und quer durch den Kopf. Und was jetzt immer wieder auftaucht, ist, dass mit diesem, dass alles eine Information ist. Und ich verstehe es aber meistens nicht. Jetzt pass auf, Heidemarie. Die große Falle in der ganzen Philosophie, dass das Wesentliche ausgelassen wird. Das Wesentliche ist das, was du selbst bist. Ja. Und es ist sehr interessant, wenn wir jetzt erst einmal, und das sind immer wieder Wiederholungen, die ich jetzt mache, wenn wir jetzt erst einmal davon ausgehen, von deinem momentanen Glauben als Materialist, dass ich immer wieder darauf hinweise, in dem Augenblick, wo du etwas wahrnimmst, muss es selbst mit der materialistischen Glaubenslogik eine Information in deinem Gehirn sein. Es muss in deinem Gehirn drin sein. Sonst kannst du es nicht sehen. Ob das Zahnschmerzen sind, ob dir der Rücken wehtut, ob du sinnlich wahrgenommen irgendwie angebliche von außen kommenden Lichtstrahlen oder Schallwellen siehst, was du siehst, muss in deinem Gehirn angekommen sein. Ob da was von außen kommt, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das lassen wir jetzt einmal stehen. Dann sage ich immer wieder als nächster Schritt, wer ist es, der sich das anschaut? Ja, es ist immer der Geist. Schaut sich das Gehirn, und jetzt sind wir bei dem Wort Geist. Das Interessante ist, dass in dem Moment, wo du dir jetzt an Geist denkst, egal, und wenn du nur das Wort Geist sagst, ist dieses Wort Geist auch schon wieder ein Gedanke. Ja. Was natürlich noch interessanter ist, auch der, den du dir jetzt denkst, der seine Gedanken anschaut, ist auch schon wieder ein Gedanke. Das heißt, der, der letztendlich schaut, ist in einem Bereich, der nicht mehr denkbar ist. Ja. Das ist ganz wichtig. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich einen neuen Ansatz, dass du die Sinnlosigkeit erkennst, die in dem normalen, von uns jetzt ausgedachten Menschen abläuft. Ich stelle dir mal eine Frage. Macht es einen Sinn, dass du einen Gedanken, den du denkst, erklärst, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst? Das macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ist nicht jeder Mensch, den du dir denkst, jetzt zum Beispiel der Udo, ein Gedanke in dir? Das ist, ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Das heißt, ich kann nur, immer wieder der Satz, ich kann nur den Geist wachmachen, der mich jetzt ausdenkt. Der träumende Geist, den wir uns jetzt symbolisch denken für uns selbst, ist natürlich auch schon wieder ein Gedanke von uns. Das heißt, du kommst auf eine höhere Ebene. Es macht keinen Sinn, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Und dir sollte klar sein, dass jeder Gedanke, den du denkst, der wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Er ist nur dann, wenn du ihn denkst, und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Das heißt, was du zu sehen bekommst, und du meine ich jetzt den Geist, der dieses Gespräch anhört. Du denkst dir jetzt ein Gespräch aus zwischen der Heidemarie und zwischen den Udo. Du wirst aber feststellen, dass wenn du dich jetzt aufzoomst, dass dieses Gespräch schon wieder dich in eine Sackgasse reinführt, weil jetzt, wenn du schaust, wirst du feststellen, da taucht jetzt plötzlich ein Computer vor dir auf. Du kannst an den Körper denken, der du zu sein glaubst. Das heißt, das hat mit der Heidemarie, mit den Udo, den du dir jetzt aufgrund dieses Videos ausdenkst, überhaupt nichts zu tun. Darum sage ich immer wieder, der Einzige, der immer ist, ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Und der ist deshalb immer, weil er als Ding an sich etwas ist, was nicht gedacht werden kann. Das ist ja schon dieses im Meer. Was du denkst, sind Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Und das wird in der kompletten von dir bisher ausgedachten Philosophie unterschlagen. Du kannst jetzt dich vor deinen Computer hinsetzen, als Mensch, der du zu sein glaubst, kannst ins Internet gehen, und ich sage immer wieder, egal welche Videos du dir jetzt anschaust, wir bleiben mal nur bei Videos über Philosophie, über Physik, musst du dir zuerst einmal bewusst machen, dass an allen möglichen rumgekrittelt wird. Es wird so unendlich angeblich weise gesprochen, was aber überhaupt nicht in keinem Gespräch angetastet wird, dass unabhängig von dir da außen keine Welt sein soll, dass es keine Vergangenheit gegeben hat. Fakt ist, du bist immer und du schaust ständig wechselnde Informationen an. Und dieses Du bezieht sich jetzt auf den symbolisch gesetzten träumenden Geist. Ich habe das tausendfach
in den Selbstgesprächen darauf hingewiesen. Das heißt, diese Selbsterkenntnis, darum nenne ich das jetzt auch ein Selbstgespräch, ich erkläre das andal von mir, und da muss man die vier Ichs verstanden haben. Diese vier Stufen des Ich, das ist immer wieder von Geist zu Geist sprechen. Geist kann nur verstanden werden von etwas, was selber Geist ist. Aber was ist Geist jetzt in an sich? Dir wird zuerst einmal die große Erkenntnis kommen, du wirst die Ewigkeit deines Daseins erst erleben können, wenn du begreifst, dass du etwas bist, was nicht in Erscheinung treten kann, als Ding an sich. Weil sobald was in Erscheinung tritt, ist es, ich sage, eine Gedankenwelle von dir, es taucht in dir etwas auf. Das ist dieses tausendfach wiederholte, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Jetzt wird in dir eine Vorstellung auftauchen. Diese Vorstellung ist aber nur, weil du sie jetzt denkst. Und die wird nur so lange da sein, solange du an sie denkst. Sobald du an was anders denkst, schaust du andere Informationen an. Du bist aber immer noch derselbe Geist, der seine Informationen anschaut. Und jetzt der Geist, der seine Informationen anschaut, den wir uns jetzt ausdenken, ist in dem Moment auch bloß wieder ein Gedanke, der nicht mehr existiert, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Weißt du, das leuchtet mir jetzt ein, solange du das sagst. Und dann kommt wieder... Und dann glitscht es wieder weg. Aber und das sind jetzt auch wieder zwei Seiten. Das ist das Verrückte der Kausalität. Pass auf, wenn wir unsere Gedankenwellen nehmen, ich spreche immer diese Polarität an, wenn ich es mit den Fingern mal so mache, wenn ich das so aufspanne, ja, dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, alles, was überhaupt von dir wahrgenommen werden kann, muss hier und jetzt eine Information sein, die in dir auftaucht. Egal wie deine Logik das definiert, du kannst dir jetzt an Udo ausdenken, du kannst dir Heidemarie denken. Du kannst dir die Heidemarie, wenn du das Wissen hast, denkst du dir Heidemarie nach Nürnberg und den Udo denkst du dir nach Weißenburg. Aber wo ist jetzt das Nürnberg und wo ist das Weißenburg? Jetzt, hier und jetzt. Es ist in dir deine Information, jetzt in deinem Kopf. Und jetzt ist ganz wichtig, Heidemarie. Sobald ich jetzt sage, alles muss in deinem Kopf, wir können den Kopf auch das Gehirn nennen, es muss in deinem Gehirn sein, sonst kannst du es ja nicht sehen. Wichtig ist jetzt, dass die Sache mit dem Kopf und dem Gehirn dasselbe ist, wie wenn ich sage, der Beobachter. Weil dieser Kopf und das Gehirn, das du dir jetzt denkst, ist auch schon wieder was Ausgedachtes. Das heißt, das ist der Trick mit dem Rot und dem Blau. Dieser rote Kopf ist nicht denkbar. Dieses Beroschet, inmitten dieses Kopfes wird alles hingestellt, aufgebaut. Das erste Wort in der Dora. Das ist rot zu lesen. Sobald wir uns den ausdenken, ist der schon wieder bloß ein Symbol für etwas, was man nicht denken kann, letztendlich für dich selber. Und was jetzt das Nächste ist, dass jedes Wort, das du jetzt hörst, hörst du jetzt. Was du machst, du spannst wieder ein Zeitfenster vor dich auf, du stellst jetzt ein Zeitfenster vor dich hin und meinst, die Worte kommen nacheinander. Aber ich könnte jetzt das Wort nacheinander auffächern und dann wirst du feststellen, das habe ich zigfach schon gemacht in Selbstgespräche, dass das eigentlich was ganz was anderes bedeutet, wenn du das mit der Vordersprache genau analysierst. Das ist immer das Schöne. Dieses Video ist jetzt eine Datei, das ist eine Schicht tiefer. Und da ist Anfang und Ende wie in einem Buch jedes Wort alles gleichzeitig in Form eines Kontinuums. Und ich benutze das Wort so oft, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt ein lückenloser Zusammenhang. Um dir das etwas klarer zu machen, pass auf, jetzt musst du etwas Fantasie haben. Du stellst dir jetzt einmal ein unendlich großes weißes Blatt Papier vor. Jetzt ist natürlich schon die Sache, sobald du dir was vorstellst, ist es eine Gedankenwelle. Wäre das unendlich groß, hättest du keinen Unterschied. Und du brauchst ja, um was wahrzunehmen, einen Unterschied. Okay? Mhm. Denken wir uns dieses weiße Blatt Papier, ich lasse mal das Bild, ich könnte auch sagen ein Bild. Und jetzt denken wir uns, wir teilen dieses weiße Blatt Papier in kleine Parzellen ein. Ist ungefähr so, wie wenn du ein zusammengesetztes Puzzle siehst. Ein Puzzlebild. Diese Linien, diese kleinen Felder, wo da auftauchen. Wir sagen, das ist noch nicht zertrennt, sondern wir denken uns nur mit einem feinen, feinen Bleistift, wo das ausgestanzt wird. Das ist praktisch, wir teilen das in Felder ein. Interessant, das hebräische Wort für Feld ist Shin Dalet He. Shin Dee heißt die logisch geöffnete Wahrnehmung. Okay? Beginn mit Shin Dee, deine logische Öffnung. Schad ist übrigens dann auch der Dämon. Und es ist auch die Bezeichnung für eine weibliche Brust. Schadim sind die zwei Brüste. Jetzt, wenn du so ein Puzzlestück dir mal vorstellst, das sieht ja schon aus,
eigentlich wie eine Welle, die in sich geschlossen ist, so die Baselstückchen, wie eine schräge Welle. Kannst du es vorstellen? Naja, nicht. Denke mal einfach so von einem Baselbild, ein Baselstück. Da kannst du jetzt ein Quadrat setzen, aber das Baselstück ist ja nicht quadratisch, das hat ja solche komische Nasen. Ja. Das sind in einem gewissen Maß in das wie Wellen. Und die greifen jetzt lückenlos ineinander. Und ein lückenloser Zusammenhang, ein Kontinuum wäre jetzt praktisch das Bild, wo du diese Linie nicht mehr siehst. Darum habe ich gerade gesagt, ich fange mit einem weißen Blatt Papier an. Ein weißes Blatt Papier, das unendlich groß ist, kannst du eigentlich gar nicht sehen, weil du brauchst immer einen Kontrast. Ja. Okay? Und jetzt denken wir uns erst einmal hier solche kleine Parzellen. Wir teilen das jetzt ein in Felder. Und da hast du jetzt schon, wieso da der Dämon mit drin steckt. Und ich betone immer wieder dieses Schad. Die logische Öffnung ist der Dämon. Und dieser Dämon ist erst einmal eine Schöpferkraft. Kann man das nachlesen? Das ist, negativ ist der erst in der neuen Definition worden, die ich mir jetzt ausdenke. Und jetzt ist es also so, dass du dies nicht auseinandernehmen kannst. Du kannst die Heiligkeit überhaupt nicht zerstören. Das ist das Verrückte, dass gerade diese Ebene, wenn du mal wirklich in die Ebene des nicht denkbaren Beobachters kommst, das heißt, wenn du immer mehr erkennst, was du bist, dann erkennst du zwangsläufig deine eigene Unzerstörbarkeit. Du bist deshalb unzerstörbar, wohlgemerkt der Geist, rein der Geist, der mir jetzt zuhört, der diese Information beobachtet, weil du etwas bist, was nicht in Erscheinung treten kann. Ein nicht denkbares Nichts. Weil egal an was du denkst, machst du dich ja zu einer Erscheinung von dir selber. Und wenn ich sage, alles befindet sich in deinem Kopf, was wir am Anfang erklärt haben, musst du dir nicht klar machen, dass dieser Kopf auch schon wieder was ist, was in Erscheinung tritt und zwangsläufig sich in dem Moment auflöst, wenn du nicht mehr dran denkst. Zu glauben, dass du dieser Körper bist, der du zu sein glaubst und dass der Körper auch dann da ist, wenn du nicht mehr an ihn denkst, das ist blinder Glaube, das ist Materialismus. Klar. Das hat mit Tatsachen nichts zu tun. Ich habe so oft erklärt, auch ein Gott, den du dir ausdenkst, die ganzen Gottesdefinitionen, die du im Internet findest, kann Gott existieren oder kann er nicht existieren? Ich sage immer wieder, existere heißt heraustreten aus, eine Welle tritt aus dem, was immer ist, heraus, in Form eines polaren Unterschieds, den du siehst. Und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt. Pass auf, wir machen einmal ein paar so Bärchen, wo ich sehr oft darauf eingegangen bin. Ich erwähne das, dass es wichtig ist, das zu wiederholen. Wir machen einmal die Polarität Lärm und Ruhe. Dann wirst du feststellen, dass der Parameter Ruhe als Ding an sich ja überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Wenn du jetzt sagst, ist jetzt schön ruhig, musst du wissen, dass du im selben Augenblick natürlich auch der Lärm da ist. Aber du denkst dir den jetzt vorher oder woanders hin. Und dadurch kannst du die Ruhe bewusst machen, obwohl genau genommen der Lärm, das musst du dir bewusst werden, dass du immer von der Welle immer in der Regel nur eine Seite anschaust. Das ist das Prinzip mit hell-dunkel. Jetzt ist es hell. Mit dem Globalbewusstsein, was ich erklärt habe, ist es jetzt auch dunkel. In dem Moment, wo du Geist dir eine Erdkugel ausdenkst, die von der Sonne angestrahlt wird, das ist dein tiefer Glaube im Hintergrund, den sollst du analysieren. Das ist der Sinn des Lebens. Dass du dir klar machst, dass in dir unverwurzelt ist, da außen ist eine Welt, ein Universum mit einer Erdkugel und ich bin ein Trockennaseaffe auf dieser Erdkugel. Und sobald du jetzt auf diese Ebene runterrutscht, sagst du jetzt sehr wohl, jetzt ist es hell, aber jetzt wirst du mit der entsprechenden Logik dir einreden, dass es vorher finster war, was du mit dem Globalbewusstsein, das heißt, als der Geist, der sich jetzt zuerst einmal die Erdkugel ausdenkt, du bist ja voll in die Vergessenheit gegangen. Du befindest dich jetzt auf einer Erdkugel, die du dir selber ausdenkst, als etwas, was du zu sein glaubst. Aber letztendlich bist du der Geist, der sich das alles ausdenkt. Und genauso ist es, wenn wir jetzt sagen, wir machen einmal eine komplexere Form, wir stellen uns jetzt einmal ein Bücherregal hin, gedanklich, und da sind unheimlich viele Bücher drin. Und jedes Buch beschreibt eine Lebensgeschichte. Dann sind alle Bücher gleichzeitig da. Jetzt. Das ist ein riesengroßer Gedanke, ein Chatgedanke. Und jetzt machen wir fokussieren uns mal, wir vergessen die ganzen Bücher und wir denken nur an ein alleinziges Buch. Dann sind alle Seiten und alle Zeilen gleichzeitig da. Und jetzt denke ich mir, dass ich, weil ich das Buch nicht kenne, zu lesen anfange. Und in dem Moment, wo ich die erste Seite habe, sehe ich nur diese eine Seite.
Und ich habe dir schon mal gesagt, wenn du jetzt das Bild dazu hast, ich halte jetzt ein Buch vor dich hin und sobald du das Buch siehst auf dem Monitor, musst du wissen, dass du ja einen Unterschied hast, zuerst einmal zwischen dem Buch und dem Hintergrund. Aber jetzt musst du wissen, wenn du dich weiter aufzoomst, der Monitor, den du vor dir hast, der hat ja wieder einen Hintergrund. Verstehst du? Du brauchst immer einen Hintergrund, du brauchst immer etwas, was du normalerweise unterschlägst. Wenn du dir ein Video anschaust, unterschlägst du vollkommen den Monitor vor dir, den du ja auch wiederum bloß siehst, weil du wieder einen Hintergrund hast. Meine alte Geschichte, wo ich sage, wir machen ein Experiment einmal mit einem Trockennasenaffen, wir nehmen ein weißes Blatt Papier, zeichnen ein Haar drauf, legen das auf den Tisch und dann fragst du den normalen Menschen, was siehst du, was ist das? Und dann wirst du feststellen, jeder schaut es da wenn blöd und dann sagt er, ja, Haar. Das soll ich Blödsinn. Das ist ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist. Ich frage dich, was siehst du und du sagst, da Haar. Ich sage, nein, du schaust doch jetzt ein weißes Blatt Papier an, wo das Haar drauf ist. Stimmt es? Blödsinn. Das ist ein Tisch. Tisch. Jetzt kommt das Hebräische dazu. Die Erscheinung nimmt eine Gestalt an, auf der ein weißes Blatt Papier liegt, auf dem sich ein Haar befindet. Stimmt es? Blödsinn. Das im Meer ein Zimmer, in dem ein Tisch steht, auf dem ein weißes Blatt Papier liegt, stimmt es? Nein, das ist eine Wohnung, in der sich ein Zimmer befindet. Nein, das ist eine Stadt, in dem eine Wohnung, ein Haus, wir können jetzt die Stufen. Und du merkst jetzt, dass wir jetzt in einem Bereich vordringen, gedanklich, den du vollkommen unterschlägst, der da sein muss, sonst wird es nicht auf dem weißen Blatt Papier geben. Das sind die zwei Bewegungsrichtungen des Geistes. Die waren schon in den ersten paar Seiten von Ich bin du beschrieben. Gehst du ins Detail? Wir haben unser Bild, das wir zuerst einmal, das heilige Ganze, das Denken, zerdenken wir uns. Übrigens, ZR, die Geburt einer Berechnung, ZR heißt zu Form werden. Hochinteressant. Du musst was zerdenken. Was bist du Geist, wenn du schläfst, ohne zu träumen? Dann bist du das, was du bist. Du bist nur Geist, du bist jetzt kein wahrnehmender Geist mehr, sondern du bist jetzt nur dieses absolute Nichts. Weil ein Geist, der schläft ohne zu träumen, er ist ja als Ding an sich, haben wir festgestellt, etwas, was du nicht denken kannst. Es ist aber auch nichts da, was er sich ausdenkt. Natürlich ist jetzt der Geist, den wir uns ausdenken, der schläft ohne zu träumen, eine Information in uns. Davon sollst du lernen. Und du musst jetzt um etwas erleben zu können, musst du mehr oder weniger dich selber urteilen. Dieses Untrennbare muss sich irgendwie trennen, ohne getrennt zu werden. Du merkst, es scheint sich zu widersprechen, aber jetzt nimm mal das Meer. Was passiert eigentlich, wenn das Meer an der Oberfläche Wellen aufwirft? Wird da irgendwas am Meer zerstört? Es bleibt immer das ein und dasselbe immer seiende Meer. Aber durch diese Oberfläche, die wir jetzt fragmentieren, zerbrechen, diese Gedankenwellen, die Wellen können das Meer auch nicht verlassen. Sie sind untrennbar mit dem Meer verbunden. Und das ist die Symbolik für den Adam. El Hayom, Gott das Meer, erschafft den Adam in seinem Ebenbild, als Seger wie eine Gabe, ich sage immer Denker und Ausgedachtes. Und er stellt jetzt die Eva, die Tschava, was ja im Hebräischen heißt, das, was mit Eva übersetzt wird, ja ausdrücken, aussprechen, ein Erlebnis haben. So steht es im Langenscheid, wenn du das hebräische Wort Tschava, was mit Eva übersetzt wird, nachschaust. Im Langenscheid, da steht aussprechen, nach außen sprechen, etwas ausdrücken, nach außen drücken, ein Erlebnis haben. Okay? Ich sage mal eine Vorstellung, die durch Sprache entsteht. Er stellt also diese Eva vor sich hin und sagt jetzt, das ist deine Eva. Was übrigens auch ein unterirdischer Gang hast und so weiter, will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, dann führt er die wieder zurück in den Adam und sagt, ihr seid eins, obwohl ein Keil zwischen euch ist. Ich mache das einmal ganz einfach. Jetzt ist es, ich sage jetzt zu dem ausgedachten Meer, du und deine Wellen, die ich vor dich hinstelle, ihr seid eigentlich ein und dasselbe. Du bist das, was immer ist, sage ich zu dem, der immer ist, und deine Wellen sind das, was sich ständig verändert. Und dasselbe sage ich jetzt zu dem träumenden Geist. Du bist immer, weil du etwas bist, was man nicht denken kann. Und deine Gedankenwellen, die in dir auftauchen, die aus dir heraustreten, aber dich nicht verlassen können. Egal, was du denkst. Es ist nur, weil du es denkst. Es ist genauso, wie du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es weg. Das heißt, egal welchen Menschen du jetzt denkst, der dir in den Sinn kommt, ob du jetzt an Schneewittchen denkst oder an die Merkel denkst.
Sie sind nur, wenn du sie denkst, und sie werden genauso sein, wie du sie dir denkst. Du wirst jetzt bei dem Schneewittchen mit einer Logik denken, die hat es ja nie gegeben, das ist eine Märchenfigur, aber die Merkel läuft jetzt da außen rum. Man könnte die Namen austauschen. Da ist kein Unterschied. Was du siehst, was du feststellst, dass da zuerst einmal ein Gedanke ist, der in dir auftaucht, der hat auch keine Qualität, der ist einfach nur. Alles, was du jetzt sagst, in Form von richtig und verkehrt, von gut und von böse, sind schon wieder Definitionen, die durch deinen momentanen Intellekt aufgeworfen werden, durch den Wissen glauben, wie ich das nenne. Und genau das ist der Sinn des Lebens, dass du diesen momentanen zum Denken benutzten Intellekt durchschaust, dass du den analysierst. Und da musst du dich über die Dinge stellen, da musst du auf eine höhere Ebene kommen. Und jetzt immer dran denken, dass jetzt sehr wichtig ist, wenn ich jetzt spreche, wir haben unsere vier Ichs in Holofeeling. Dass dir zuerst einmal glaubt, ich rede jetzt bloß mit dem roten Ich, was an und für sich schon dieser Geist ist, den du nicht denken kannst. Den wir jetzt symbolisch, wo ich immer sage, unser träumender Geist als träumenden Geist symbolisieren oder als Einfallspinsel. Und jetzt ist es natürlich mit den Wellen, mit der Polarität, was für alle Polaritäten gilt, die gehören untrennbar zusammen. Unser Kreis und unser Dreieck. Wenn wir diesen Widerspruch verschmelzen, kriegen wir den Kegel. Aber du merkst jetzt, der Kegel ist ja rein geometrisch gesehen eine Dimension höher. Kreis und Dreieck sind zwei Flächen und der Kegel ist ein Körper. Jetzt zu fragen, was war vorher da, merkst du, was das für ein Blödsinn ist? Schon die Frage nach einem Vorher und die ganze von dir bisher zum Denken benutzte Naturwissenschaft baut nur auf diesen Vorherglauben auf. Vergangenheit ist ein Gedanke, der hier und jetzt von dir gedacht wird, in dem Moment, wo er in dir auftaucht. Und du wiederum jetzt bewusst symbolisch als träumender Geist gesetzt, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das wird dir immer mehr bewusst. Konntest du dir raussuchen, was ich dir jetzt erzähle? Das heißt, konntest du dir überhaupt raussuchen, dass du dir jetzt dieses Video anhörst? Ist es nicht einfach auf deinen Lebensfilm drauf, wie alle anderen Erscheinungen auch, so wie wenn du in einem Kino sitzt und es passiert eben einfach was auf der Leinwand, was in Erscheinung tritt? Und was passiert, passiert immer jetzt. Aber der Hintergrund dieses Films, dieses Lebens ist eine Datei. Ich könnte manchmal in der einfachen Form sagen, es ist ein Buch, das du durchdenkst. Und solange du das Buch durchdenkst, hast du eben diesen Eindruck, als wenn die Worte, die Bilder nacheinander kommen. Wir haben ja dasselbe, wenn du dir jetzt eine klassische Filmrolle vorstellst. Wir gehen einmal weg von der Datei, sondern wir nehmen mal eine klassische Filmrolle. Da sind ja lauter kleine Einzelbilder drauf. Dieser Streifen, wo ein Bild an anderen hängt. Das ist jetzt zum Beispiel kein Kontinuum, das ist kein lückenloser Zusammenhang, wenn du dir das denkst, weil jetzt sind ja die Bilder schon in einzelne kleine Einzelbilder, denken wir uns jetzt, eingeteilt. Aber Fakt ist, du kannst jetzt an die Filmrolle denken, wenn du dir die Bilder anschaust, die wir jetzt hier einzeln uns herausdenken, auf die Leinwand herausprojizieren, uns ausdenken, schaust du immer jedes Bild jetzt an. Jetzt sagt dir natürlich dein Intellekt, das sind in der Sekunde, jetzt spannst du ein Zeitfenster auf, sind da 25 Einzelbilder. Aber wenn du jetzt dieses Fenster, diese Sekunde vor dich hinstellst, sind alle 25 Bilder gleichzeitig. Das ist halt der Streifen von 25 Bildern, sagst du, den lasse ich in einer Sekunde durchlaufen. Aber diese Sekunde ist doch auch bloß ein Gedanke, den du jetzt denkst. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein einziger Schlaf. Ein Tag sind wie 1000 Jahre, es ist ein Schlaf. Du kannst es drehen und wenden. Alles, was du prinzipiell wahrnimmst, kannst du nur heute wahrnehmen. Und jetzt spannst du dir bei heute schon wieder ein Fenster auf mit 24 Stunden. Aber ist nicht jeder Moment, den du heute erlebst, jetzt? Ja. Den einzigen Feind, den du hast, ist diese materialistische Logik, die hält dich fest. Und ob. Und wir reden hier wirklich nur von Fakten, das sind absolute Fakten. Das, was du zu opfern hast, ist der Glaube, wo du bisher geglaubt hast, das ist dein Glaube. Das ist nicht dein Glaube, den findest du in dir vor. Das ist wie mit einem Führerscheinprüfungsbogen. Der taucht in dir auf und du hast die Fehler zu erkennen. Und dann wirst du merken, in dem Wellenprinzip ist es, was ich dir gerade gesagt habe, mit Ruhe und Lärm, es ist dasselbe mit Gesundheit und Krankheit, weil Gesundheit spürst du ja nicht. Eigentlich ist die Gesundheit, wäre jetzt der Frieden, der Ruhe, ist es da schön ruhig, aber
dir das bewusst zu machen, was Gesundheit ist. Ich sage immer wieder, Gesundheit ist genauso, nur gesund sein wollen ist genauso einseitig wie nur krank sein will ja sowieso keiner. Aber du kriegst das eine nicht ohne das andere. Wir können eine andere Welle aufspannen, Heidemarie. Wir sagen jetzt einmal, wenn du dich einmal analysierst, wirst du feststellen, dass da viele Sachen in dir drin sind, Gedanken, die natürlich immer nur dann da sind, wenn du die aus dir herausholst, vor dich hinstellst, wo du möglichst lang besitzen willst, die du nicht verlieren willst, die dir wichtig erscheinen. Das ist die eine Seite der Welle. Zwangsläufig müssen wir gespiegelt was aufbauen, dass da viele, viele Sachen sind, die du loshaben willst. Am besten sollten die gar nicht mehr auftauchen. Und jetzt wirst du feststellen, wenn wir das als Wellenberg und Wellental sehen, dass du das, was du loshaben willst, nicht loskriegst, wenn du die Welle zusammenfallen lässt, wenn du nicht alles opferst, was dir wichtig erscheint. Aber jetzt wieder ganz gezielt, ich erkläre das jetzt dem Geist, der mir zuhört. Was verändert es an dir? Kann sich etwas nicht Denkbares überhaupt verändern? Wenn ich immer wieder sage, dein Geist wächst, nichts bleibt nichts. Das Wachstum besteht darin, dass du immer mehr merkst, wie unendlich vielfältig du neue Informationen in dir aufwerfen kannst. Das wird aber nicht passieren, wenn du an dem Alten festhältst, weil du wiederholst immer und immer wieder die alte Scheiße. Ja. Du wirst jeden Morgen, wirst du geistwach als der, der du jetzt zu sein glaubst. Du hast eine panische Angst, dass du dich auflöst. Das schreibt dir dein Programm vor, dein Ego vor. Dein Ego versucht sich mit aller Gewalt am Leben zu halten. Es kämpft gegen alles und jeden und wo es meint, es wird angegriffen. Jetzt ist dieses blaue Ich, dieses Programm, das natürlich zwangsläufig verbunden ist mit dem Körper. Dein Ego suggeriert dir ja, ich bin dieser Körper. Dann sage ich immer wieder, Menschenskind, denk doch einmal selber nach, wenn du sagst, ich bin dieser Körper, wo ich dir ein paar Mal gesagt habe, wo ist der kleine Fächer Heidemarie mit 16 oder 18 Jahren? Der ist hier und jetzt, wenn du an ihn denkst. Du bist nicht dieser Gedanke. Setze für Heidemarie den Namen, den du dir selber gibst. Das ist doch eh schon immer eine Verwandlung gewesen. Die ist nicht aufzuhalten. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und jetzt wirst du merken, dass sich die Polaritäten umdrehen müssen. Das ist mein berühmtes Klingelingeling-Beispiel. Dass ich sage, mit normaler materialistischer Logik ist es so unheimlich logisch, wenn du Klingelingeling hörst, dann denkst du an dein Telefon und jetzt musst du in dich reinschauen, was du glaubst. Und du wirst als Geist erkennen, dass felsenfester Glaube in dir drin ist, dass da außen ein Mensch ist, der auch dann da ist, wenn du ihn nicht ausdenkst. Und weil der dich jetzt anruft, klingelt dein Telefon. Das ist ein rein logisches Konstrukt. Ja. Fakt ist, wenn du an was nicht denkst, ist es nicht. Es taucht jetzt das Geräusch Klingelingeling auf und aufgrund dieses Geräusches wird eine Interpretationskette hier und jetzt mit gedachten Worten in dir ablaufen, die dir das suggeriert, dass das deshalb klingelt, weil da vorher einer außen auch einer ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und jetzt sage ich, jetzt drehen wir das rum. Jetzt schauen wir mal wirklich, was in mir abläuft. Ich schaue, wie die Gedanken, wie meine Informationen sich ständig verändern. Immer an die 200 Gramm rote Gnede denken, die ständig ihre Form verändert. Du bist die 200 Gramm rote Gnede, symbolisch gesetzt. Und jetzt wirst du feststellen, dass jede neue Information, jede neue Form, die wir annehmen, zerstört die bestehende Form. Es ist ein ständiger Wechsel von Formen im Jetzt. Und jetzt ist auf einer tieferen Ebene, kann man natürlich uns ein Zeitfenster ausdenken, wie ich das immer wieder nenne. Das ist, wenn du jetzt vor dich hinstellst, du kannst jetzt eine Seite in einem Buch anschauen und wenn du die Seite nur statisch anschaust, wirst du in keinster Weise bezweifeln, dass alle Worte jetzt gleichzeitig da sind. Das ist ein einziges Chat, eine Kollektion von Worten. Wenn du die jetzt nicht kennst, bist du gezwungen, die in kleinen Häppchen genauer anzuschauen und dann wirst du diese Zeilen auf der Seite, wirst du zuerst einmal eine Zeile anfokussieren und dann fällt dir bewusst auf, dass die Worte in der Zeile auch gleichzeitig da sind, weil ja alle Worte und alle Zeilen gleichzeitig da sind. Und jetzt wirst du dich noch mehr fokussieren auf das erste Wort. Du wirst dieses Wort aussprechen, habe ich so oft wiederholt heute, Marie, wenn da nur steht 1, 2, 3, 4, 5. Interessant ist, wenn du die Zeile anschaust, wo diese fünf Worte draufstehen, hast du kein Geräusch. Wenn du jetzt ein Geräusch machen willst, musst du jedes Wort aussprechen. Denk an die Eva, an das Chava, an das Aussprechen, Ausdrücken. Und dann sagst du 1, 2, 3, 4, 5,
Hast du nicht jedes Wort jetzt gesagt, beziehungsweise jetzt gehört? Und jetzt schau die Zeile an. Was ist jetzt da nacheinander gekommen? Es ist immer jetzt. Das Prinzip Holofeeling ist ein vollkommen neues Feldbild, ein höheres Feldbild. So wie man von der Scheibe zur Kugel gegangen ist, was am großen Ganzen sich ja nichts verändert hat, weil man immer noch nicht verstanden hat, dass das Wort Universum das in eins gekehrte heißt. Wenn das Wort Universum in dir irgendwie um dich herum eine Weltvorstellung auslöst mit Milliarden von Sternen und Sonnen, die auch dann da außen sind, wenn du nicht dran denkst und die aus einem Urknall vor 15 Milliarden entstanden sind, Jahren entstanden sind. Das ist doch nur geistlos nachgeplappert, was man dir erzählt. Und jeder, der dir das erzählt hat, den wir uns jetzt denken, von dem, den denke ich mir jetzt so, dass der das deshalb gesagt hat, weil man ihm das auch erzählt hat. Merkst du, jetzt baue ich schon wieder eine Kette auf. Diese Kette besteht aber nur aus ständig im Hier und Jetzt wechselnden Worten. Das ist ein Faktum. Holofeeling ist die einzige Lehre, die nur mit absoluten Fakten arbeitet, die übrigens jedes, wie ich immer sage, jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort sich bewusst machen kann. Alle Glauben, egal welchen Glaubenssystem, welcher Glaubenslogik du anhängst, führen dich in eine Sackgasse und jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist unvollkommen. Jetzt ist es verrückt mit Holofeeling, was du nie hören, dass irgendein Glaube nicht richtig ist. Was aber wichtig ist, jede Vorstellung von richtig, von Richtung setzt ein Gegenteil. Wenn ich das Klingelingeling-Beispiel nehme und ich erkläre dir das jetzt einmal im Jetzt, sage ich, du bist ein träumender Geist. Alles, was du wahrnimmst, befindet sich in diesem jetzt bewusst ausgedachten symbolischen Kopf, nicht in den Trockennasen auf dem Kopf. Der ist ja auch wieder nur was Ausgedachtes, wo wir uns was hineindenken, ein Gehirn zum Beispiel. Wie kann ich glauben, dass es bewiesen ist, dass dieses Gehirn auch dann da ist, wenn ich nicht dran denke? Merkst du, wie fehlerhaft diese ganzen Beweise der Naturwissenschaft schon sind? Wie kann ich was als hundertprozentig sicher ansehen? Um etwas überprüfen zu können, muss ich das zumindest denken. Und ein nicht gedachter Gedanke ist immer ein Fakt, dass der nicht da ist. Und zu glauben, dass der trotzdem da ist, auch wenn du ihn nicht denkst, das ist blinder, dogmatischer Glaube. Mit hundertprozentig sicher bewiesen hat es nichts zu tun. Das nennt man übrigens in der Naturwissenschaft ein Axiom. Die ganzen Axiome ist eine Theorie, eine These, die nicht mehr in Frage gestellt wird. Und in dem Moment schließt du eigentlich deine eigene Gefängniszelle zu. Darum heißt es in Du bist ich im zweiten Band der acht Ohrenbarungen immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen Wissen, deinen Glauben in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann funktionierst du nur noch wie eine Maschine mit dieser Logik. Pass auf, Heidemarie, wir denken uns jetzt einmal bewusst einen Menschen, einen fanatischen Christen aus. Irgendein Kirchgänger, egal in welcher christlichen Sekte er ist, der felsenfest davon überzeugt ist, dass ich Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Okay? Ich habe ihn in der Schule beigebracht und seine Lehrer arbeiten ganz gezielt mit einem Buch, das nennen die das Neue Testament. Jetzt denken wir uns einen aus, der zwar weiß, Jesus ist der höchste Heilige, der jemals auf Gottes Erdboden rumgelaufen ist, der nennt den Isha, aber für ihn hat man beigebracht, dass dieser Jesus nicht gekreuzigt wurde. Das ist ein Moslem, die haben als Grundlage ihres Wissens den Koran. Das widerspricht sich. Im Koran steht es ganz anders, die Geschichte. Da ist in beiden Büchern ist Jesus ein ganz hohes, heiliges Wesen, aber im Neuen Testament wird er gekreuzigt und im Koran wird er nicht gekreuzigt. Da wird er von Allah enthoben und es wird ein anderer statt Jesus gekreuzigt. Und die streiten jetzt. Das ist die Situation, die du in einem Raum hast. Aber jetzt pass auf, rein für uns. Ich habe jetzt Worte gesprochen. Ich sage immer wieder, du hörst jetzt Worte und in Maße zum deines Programms. Denk an den ersten Fiegenstall-Vortrag, wo ich sage, schließ einmal deine Augen. Schon jetzt denkst du ganz gezielt an den Menschen, der du zu sein glaubst, wenn du diese Worte hörst. Wird dir bewusst, wie Menschen aneinander vorbeireden? Und wir haben uns jetzt aufgrund dieser Worte einmal einen Christen ausgedacht, der glaubt, Jesus wurde gekreuzigt, und einen Moslem, der sagt zwar Jesus, super, aber der wurde nicht gekreuzigt. Ist das nicht alles beides blinder Glaube, den man bloß vom Hörensagen kennt? Ja. Noch viel krasser wird es, wenn wir jetzt in die Naturwissenschaften gehen. Alles, was die Naturwissenschaftler erzählen, was da in den Atomen alles abläuft, in der Materie, was da außen im Himmel alles abläuft, wie weit die Sterne weg sind, wie viele Millionen Lichtjahre. Es ist
Jeder, der dir was erzählt in deinem Traum, wird dir immer mehr bewusst, wenn du selbst zum Denken anfängst, als Geist, dass es geistlos von denen geistlos nachgeplappert ist. Und dass alle, und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, weil irgendwann müssen wir doch mal hier uns wieder neu eineichen. Jeder Mensch, der irgendetwas glaubt, jetzt blauer Glaube ein für wahr halten, der sollte folgenden Test mit sich machen. Ich stehe jetzt vor einem Richter, vor einem göttlichen Richter. Und Gott fragt mich was. Ich bin nicht angeklagt, ich bin nur Zeuge. Und Gott fragt mich irgendwas. Und ich soll wahrheitsgemäß antworten. Für jede Antwort, in der ich lüge, das heißt, wenn ich an Meineid schwöre, ich bin vereidigt, steht die Verdammnis in die Hölle. Jetzt habe ich es selbst in der Hand. Und jetzt frage ich, wenn du glaubst, du bist die Heidemarie, oder ich frage jetzt dich, Geist, wurdest du von deiner Mutter geboren? Ich frage dich nur, du bist nicht angeklagt. Jetzt ist es immer wieder schon die Frage, wurdest du von deiner Mutter geboren, wird in dir das Gefühl wieder an dein Ich, dein Ego wird jetzt dich sofort wieder an den Trockenhausenaffen denken lassen. Und ich sage jetzt, innerhalb deiner Logik, ausgedachterweise, ist es natürlich so, dass Trockennasenaffen von Trockennasenaffenweibchen auf die Welt gebracht werden. Das ist ein reines Konstruktprogramm, das sich in dir abspielt, das Vorstellungen in dir aufbaut. Das ist intellektuelles Wissen. Du weißt immer wieder, wenn ich sage, wir symbolisieren dich Geist als einen Computer, und ein Computer ohne Daten, ohne Programm, der macht nichts. Alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, ist das, was du in deinem Kopfkino zu sehen bekommst. Ständig wechselnde Bilder. Das heißt, das, was du zurzeit zu sehen bekommst, steht und fällt mit dem Glauben, mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Und es wird dir immer mehr einleuchten, wenn du dich jetzt erst einmal davon löst, dass du ein Trockennasenaffe bist, der sich da auf einer Erdkugel befindet. Das sind doch auch schon wieder nur Vorstellungen. Und du wirst jetzt auch merken, wie unendlich sinnlos es ist, einen Gedanken von dir was erklären zu wollen, weil nämlich das Programm, der Intellekt, das Buch, unser großes blaues Ich und das kleine blaue Ich, wie ich das immer wieder sage, der momentane Körper mit seinen ganzen Empfindungen, die in dir da sind, dass die blaue Ebene, mit der kannst du dir sowieso nicht unterhalten. Würdest du dir auf die Idee kommen, den Computer, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwie erklären zu wollen, wie er funktioniert? Wie oft habe ich schon gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem ausgedachten Computer und einem ausgedachten Trockennasenaffen? Fuiger Mensch? Es ist kein Unterschied. Zuerst einmal ist beides ein Gedanke von dir. Es ist eine Erscheinung, der Mensch, blau geschrieben, sprich jetzt schon wieder Körper, ist jetzt der Mensch, der Körper, wenn du dir, du merkst schon, mit normalem Materialismus ist für dich ein Mensch ein momentaner Trockennasenaffenkörper. Das ist ein Mensch. Das ist eigentlich so eine ungenaue Definition, wenn ich jetzt mir die ausgedachte Heidemarie als Menschen denke. Weil die Heidemarie als Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Das sind viele kleine, von der kleinen Heidemarie bis jetzt zu der jetzigen Heidemarie. Und noch alles in der Lebensgeschichte, da ist auch alles andere drin. Zur Heidemarie gehört jetzt auch der Udo, den sich die Heidemarie ausdenkt. Und das ganze Heidemarie-Leben wiederum, von dem du so gut wie überhaupt nichts weißt, wenn du nicht glaubst, die Heidemarie zu sein, ist wiederum auch nur eine Facette in deinem Leben. Vordergründig ist immer wieder, zuerst einmal, wer glaubst du jetzt zu sein? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das bestimmt nämlich jetzt ganz genau, was du jetzt in deinem Gesichtsfeld zu sehen bekommst. Wenn du jetzt glaubst, du bist die Heidemarie, hast du ein ganz anderes Umfeld, wie wenn du jetzt glaubst, du bist zum Beispiel der Redo. Oder du bist die Daniela. Das ist eine komplett andere Welt, das sind komplett andere Welten. Ja, das ist ja klar. Aber es ist immer derselbe Geist. Das ist der Geist, der jetzt sich reduziert hat auf ein einziges Programm, auf ein allereinziges Buch. Schon verrückt, ne? Das ist verrückt, ja. Vor allen Das Dingen. und das irre Heidemarie, ich sage jetzt mal gezielt zu dem Heidemarie-Programm, was natürlich wieder Sache ist, kann ich am Programm was erklären? Es bleibt bei dem Geist hängen, der mir jetzt zuhört. Dass das wirkliche Fakten sind, das sind die Fakten. Das ist, wenn dir mal bewusst wird, dass Holo-Feeling wirklich nur mit Fakten arbeitet. Und um das zu akzeptieren, muss man wirklich bereit sein, dem ganzen bisherigen Wissen Glauben zu opfern. Und es gibt dir eine unendliche Freiheit, weil sich die Angst auflöst. Du wandelst dich wieder in den Satz, wo ich sage, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Johannes Evangelium Kapitel 3, ich habe so oft erzählt. Solange du glaubst, du wurdest von einer Frau geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Deutsche Übersetzung. Ein ständiges Kommen und Gehen. Das Moderne ist modern.
Habe ich auch so oft erzählt. Ob das Glauben ist, das geht ja so Schlag auf Schlag, alles, was heute in ist, was du in der Presse hast, was wichtig ist. Und dir wird es mühselig, dir überhaupt dann noch zu resonieren. Weißt du, in dem Moment, wo dich was nicht mehr interessiert, man ist natürlich erschreckt, jetzt die ganzen Vorgänge in Frankreich und so weiter und so weiter. Es ist das, was ich dir vorspiele, ist diese extreme, ich benutze mal das Wort Unchristlichkeit. Wenn ein Holland, das Erste, was ihm einfällt, wir werden zurückschlagen, Rache. Und das ist so unchristlich. Ich sage, liebe deine Feinde, wenn der einen auf die rechte Wange steckt, halt ihm die linke hin. Wenn der sich hingestellt hätte und sagte, liebe Moslems, die ihr so an euren Allah glaubt, dann solltet ihr also auch wissen, dass hier die 10 Gebote Moses geltendes Recht sind für jeden Moslem. Das sind die ersten, gleich in der ersten, zweiten Sure wird es lang und breit erklärt, dass die Worte Jesus die wichtigsten Worte sind, die wir haben, wir Menschheit. Und da, die reinen Jesus-Worte, die unterscheiden sich im Koran in keinster Weise von denen im Neuen Testament, was ich da gesagt habe. Und jetzt ist es, ihr glaubt, ihr wisst, was Gott will. Wir werden es euch jetzt vorleben. Wir machen alle Sicherheitsvorkehrungen weg. Wenn ihr uns umbringen wollt, dann bringt uns ganz einfach um. Jetzt würde das Volk Frankreich den christlichen Weg gehen. Nehme dein Kreuz auf dich. Und jetzt würden die Wunder passieren. Verstehst du, was ich meine? Da hat man eine panische Angst. Ja. Ich könnte immer wieder sagen, meinst du, wie ich mir in die Hosen geschissen habe? In der Christusgeschichte. Ich habe das so oft erzählt, das ist jetzt natürlich immer wieder, zum einen sage ich, das ist eine Märchengeschichte, es hat niemals einen Jesus in der Vergangenheit gegeben, und dann sage ich wieder, das ist es doch. Das widerspricht sich, und das kannst du nur nicht verstehen, wenn du auf der unteren Ebene bist. Sobald du eine Stufe höher gehst, dass du begreifst, alles, was ist es hier und jetzt. Das, was ich jetzt dir erzähle, habe ich tausende Male schon in den letzten tausenden Jahren anderen Geistesfunken von mir erzählt. Jetzt ist natürlich, dass dieser Computer so wichtig ist, diese ganzen Entwicklungen. Es geht hier nicht um die Welt, es sind symbolische Bilder. Dass ich jetzt viel präziser damit erklären kann, wie unser Geist, wie wir funktionieren, wie wir Welt machen, wie Welt erschaffen wird. Was ist Welt? Ist hochinteressant. Pass auf, wenn du das einmal genauer anschaust. Zuerst einmal, Welt ist jetzt ein Wort. Was löst das Wort für eine Vorstellung in dir aus? Und wenn du das jetzt genau beobachtest, analysierst du praktisch den momentanen Glauben, den du zum Denken benutzt. Du analysierst das Programm, das jetzt Bilder in dir aufschmeißt. Okay? Ja. Was jetzt dabei schön ist, mach einmal ganz kurz, du mal deinen Gematrie-Explorer einschalten. Kannst du das machen? Moment, wo habe ich den wieder? Geometrie-Explorer. Oh weh. Nein, lass es gehen, ich kann es dir erzählen. Also pass auf, wenn wir jetzt einmal das Wort Welt wiederum anschauen, dann hast du hier zuerst einmal ein W am Anfang. Da denken wir einfach an unser doppelt aufgespanntes, okay? Ja. Dann kommt als Elt, machen wir 70, 30, 400. Und wenn du das 70, 30, 400 in einem Wörterbuch anschaust, übrigens in der Dora kommt diese Erratik sehr, sehr oft vor, ganz normal, so abstrakt, wie sie da steht, in der Bibel wird es immer übersetzt mit Brandopfer. Macht im ersten Moment relativ wenig Sinn, aber schau mal das deutsche Wort Brandopfer an, denk dir das einmal jetzt aus, stell das einmal gedanklich vor dich hin, und dann haben wir schon B, Rand. Wir wissen im Hebräischen, das B am Anfang heißt der im Rand. Wir können das B aber auch polar setzen, dann heißt es ein polarer Rand. Und du musst den polaren Rand opfern. Aber sind es nicht die Gedankenwellen? Muss nicht eine Welle zusammenfallen, dass eine neue Welle auftauchen kann? Kannst du folgen? Ja. Und jetzt können wir, weil wir da gerade dabei sind, es steht und fällt die Welt, die du dir ausdenkst. Die wird zuerst einmal erschaffen von deinem Glauben. Glaube meine ich jetzt blau, dein Intellekt. Das ist das, was du in dir vorfindest, was Welt ist. Was dich bisher interessiert hat. Was man dir in der Schule erzählt hat. Jetzt natürlich, das ist natürlich auch schon wieder alles ausgedacht. Und jetzt ist es, dass das der Glaube ist der Verwirklicher. Es wird immer, immer so in Erscheinung treten, wie du glaubst, dass es ist. Du weißt, du hattest eine Phase, wo der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der Satan ist. Du warst begeistert von Holofeeling. Dann hast du wieder dich vor irgendwelchen anderen Schwätzer beeinflussen lassen.
Das ist immer wieder diese Einseitigkeit anstreben. Ich will ja nichts Falsches machen, ich will ja nichts Verkehrtes machen. Und ich sage jetzt zu dir, liebe das Verkehrte, liebe die Feinde, liebe die Dreiecke. Wenn du nur den Kreis haben willst, wirst du nie auf die Ebene des Kegels kommen. Das ist reine geistige Arithmetik. Und das Lieben heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst, du musst es einfach geschehen lassen. Und du wirst merken, wie sehr dein Ego in Abwehrhaltung geht gegen die negativen Seiten, die du nicht haben willst. Du bekämpfst Krieg, du bekämpfst ISIS, du bekämpfst dieses, du bekämpfst jenes. Es ist immer, du hast eine immer, in jedem Phänomen hast du eine Vorstellung von richtig und nur der Satz, jede Vorstellung von richtig setzt der Kehrseite. Nimm das ein Beispiel. Du glaubst, du hast das ein Beispiel verstanden. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du mit nichts und niemandem mehr ein Problem. Du hättest vor nichts und niemandem mehr Angst. Weil ich dir immer wieder erkläre, du selbst bist die Tasse. Und du verwechselst dich mit einer Perspektive von dir. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Leben der Heidemarie lebst und sagst, ich bin jetzt diese alte Frau. Das ist nur eine kleine Facette. Die Tasse ist jetzt das Leben der Heidemarie und da ist auch die 20-Jährige da. Und die Sinne, die kommen nicht nacheinander. Verstehst du, in Bezug auf die Tasse sind die gleichzeitig. Ich heb dich in eine Welt jenseits von Raum und Zeit. Das ist die geistige Welt. Ich kann dir nur die Tür aufmachen. Und der Rest passiert von ganz alleine, wenn du mir vertraust. Das ist ja schon das Wort Trauen. Die Trauung, das ist die kymische Hochzeit. Du musst dazu nichts zu tun. Ich führe dich schon zu unserem Brautaltar. Das hat was zu tun mit Ehe. Und das Wort Ehe in der Etymologie heißt ewiges Recht. Was ewig ist, ist immer. Das ist die Heimkehr. Und alles, was du dir denkst, die Gedanken, die werden nicht überlegen. Du kannst die immer wieder versuchen zu wiederholen. Ich sage, wenn du jetzt das Leben der Heidemarie lebst, muss dir eins klar sein. Solange du in dem Wahn lebst, ich bin dieser Körper mit all dem, mit Eitelkeiten in einer gewissen Phase, wenn man Falten kriegt, wenn man grau wird, all das, was sich in einem normalen Menschenleben halt so abspielt in Bezug auf den Körper, das zerrinnt dir wie Sand zwischen den Fingern. Der Sand des Kollis ist Weltliche. Aber was verändert es an dir? Wie oft habe ich gesagt, jetzt du mal versuchen, wirklich dich als wahrnehmenden Geist zu sehen. Ich meine jetzt das symbolisch, nicht bildlich. Du kannst dich ja nicht denken. Und du wirst immer mehr das Gefühl kriegen, bin ich Geist eigentlich älter geworden im Laufe des Lebens? Und du wirst entsetzt sagen, ich bin immer noch dasselbe Ich, wenn ich jetzt nicht an meinen Körper denke, wenn ich jetzt all das Wissen weglasse, sondern ich bin nur noch der, der sich immer wieder ständig wechselnde Bilder anschaut. Der, der schaut, ist der, der diese Bilder sich anschaut, älter geworden. Und du wirst mit Entsetzen feststellen, keinen Hauch. Ja, das ist mir schon klar. Ja, also vor was hast du Angst? Ja, dass Es der ist doch nur dieses Jaganismus. Gefängnis. Wie oft habe ich schon gesagt, du denkst dir jetzt eine Wohnung aus und du denkst dir deinen Körper aus. Du sagst, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper. Du wirst niemals sagen, ich bin die Wohnung. Nee. Was ist da für ein Wahn in dir drin? Du kannst jederzeit deine Wohnung verlassen. Das Irre, du kannst auch deinen Körper verlassen. Es passiert in dem Moment schon, wo du den Körper nochmal denkst. Du kannst jetzt da sitzen und nachgrübeln, wo du dich mit Udo unterhalten hast, im Fliegenstall. Das sind hier und jetzt ständig, du siehst nur das, was du denkst. Dann ist Fliegenstall da, dann ist der Udo da. Aber da ist in dem Moment vielleicht eventuell eine ausgedachte Heidemarie, die sich mit Udo unterhält. Aber du denkst dir doch die Heidemarie jetzt, du Geist, denkst dir doch jetzt die Heidemarie genauso aus wie den Udo. Der ist nicht einmal erforderlich, dass du glaubst, du bist die Heidemarie. Was ist die Heidemarie jetzt? Ein Pixelbildchen. Ja. Wenn du ein Bild hast, ein Gedanke, Gedanke sind Pixel, wenn man das wieder schön auffächern kann. Ja, Aber oder? das ist die Vordersprache. Ich verlange nicht, dass du die Vordersprache lernst, sondern dass du diese kindliche Neugier kriegst und dass du es wagst, all das, was dir bisher hundertprozentig logisch erschienen ist, in Frage zu stellen. Drum ist in Du bist dich immer wieder, wenn man aufgehört hat, etwas in Frage zu stellen, vor allem die eigene Logik. Was sollte dir logisch erscheinen, wie die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt? Ich mache in den Computer ein altes Basic-Betriebssystem rein. Computerprogramm. Wie man es vor 30 Jahren gehabt hat. Vor 40 Jahren, muss ich mittlerweile schon sagen. Noch älter. Wenn der Computer immer das erste Wissen, das du in dir vorfindest, jetzt eine raumzeitliche Metapher, wird zum Vergleichsmaßstab für alles andere. Das ist die Ausgangsbasis von meinem Schwammbeispiel. Wenn ich dich als Baby nach Persien verschleppe und du wirst mit einem
klassischen, an muslimischen Programm gefüllt, wirst du hundertprozentig kein Schweinefleisch essen. Hast du ein hinduistisches Programm, isst du kein Rindfleisch. Das sind keine absoluten Regeln, das ist programmabhängig und das konntest du dir nicht raussuchen. Diese speziellen Programme hast du von mir bekommen, um zuerst einmal hier das Lieben zu lernen, das allumfassende Lieben zu lernen. Deine Erziehung erschreckt sich nicht über ein Menschenleben. Du wirst dich wundern und ich weiß, wovon ich spreche. Und das passiert, das ist an keine Bedingung. Holofilling ist an überhaupt keine Bedingung geknüpft. Soll ich einer Raube erklären, du wirst irgendwann einmal ein Schmetterling, aber du musst dieses und jenes machen, dass du zu einem Schmetterling wirst? Das Einzige, was ich zu dir sage, wenn du zum Spinnen anfängst, zum Beispiel machen wir jetzt wieder die Geschichte mit der Heidemarie, die sich für Holofilling interessiert und dann sind wieder liebe, gute Bekannte und die sagen, hör auf, Heidemarie, du kommst in eine Sekte, du fängst zum Spinnen an. Ich sage, freu dich, wenn du zum Spinnen anfängst, das ist der Beginn der Verwandlung. Stimmt oder stimmt? Ja. Oder das habe ich begriffen, ja, vieles inzwischen. Und das geht mir, wie du auch oft sagst, am Arsch vorbei. Aber das jetzt erkennen und dann davon loszukommen irgendwie oder zumindest, das dass ist, ich das auch, dann... was sehr hilfreich ist, ist zuerst einmal, was ich am Anfang hier und jetzt ausgedacht dieses Gespräches erwähnt habe, fokussiere dich einmal, meditiere. Das ist ja diese Mittlung, heißt es ja eigentlich, jetzt nicht hinsetzen, ein Räucherstäbchen anzünden, sondern mach dir eigene Gedanken drüber, dass du ein Gefühl kriegst, ich bin eigentlich immer egal, was ich denke. Und du wirst merken, du glitscht, du schläfst eigentlich immer mehr ein, wenn du wieder in diese Alltäglichkeit deiner Persona reinrutscht. Ja. Und dann holst du dich im Jetzt, das ist natürlich, wir brauchen den Hintergrund. Jetzt ist ich, da läuft nichts verkehrt, das ist, wir brauchen den Lärm für die Stille. Wir können Stille nur genießen, wenn wir uns im selben Moment Lärm denken. Bloß wir sind nicht so geschickt, dass wir uns den ganz jetzt ganz bewusst woanders hindenken. Du kannst den ewigen Frieden, der ewige Frieden, und jetzt haben wir ja schon dieses Frieden wieder ganz nebenbei hebraisiert. Pri ist die Frucht und Eden ist das Paradies, die Frucht des Paradieses. Das kannst du nur erleben, wenn du das wieder aufspannst und das ist der blau geschriebene Frieden und der Griech. Das ist wie, wenn ich sage, dieser Frieden, die Frucht des Paradieses, ist das Wetter und Wetter besteht aus Sonnenschein und Regen. Und jetzt machen wir uns die schöne Hälfte nach vorne und die andere denken wir uns einfach woanders hin oder in die Vergangenheit, was natürlich immer jetzt ist. Aber du wirst feststellen, dass diese Einseitigkeit auf Dauer keinen Spaß macht. Weil du gierst, du weißt es mit der Sonne, du brauchst den Wechsel, du brauchst das Hungern und du brauchst das Sattsein. Nur satt sein wäre todlangweilig. Was ist es für ein Segen, dass du einen Hunger kriegst? Aber sagst du im Himmels Willen, Hunger ist doch ein Unwohlfühlen. Hunger ist doch nichts Schönes. Ich sag doch, Hunger in Verbindung mit der Vorfreude auf das Essen ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber du musst die Vorfreude auf das Essen mit berücksichtigen. Und du musst immer in einen Mangel gehen. Ich muss dich in die Finsternis reinstecken, dass du dich am Licht erfreust. Und jetzt haben wir natürlich diese ganzen schönen Metaphern, die du in dir vorfindest, die niemals in der Vergangenheit von jemandem entdeckt wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Platon das Hügelgleichnis nehme, das ist ja schon wieder nachgeplappertes Wissen. Da war niemals in der Vergangenheit ein Platon, sondern das ist jetzt eine Märchenfigur, die jetzt in dir auftaucht als großer Weisheitslehrer, der dieses Hügelgleichnis, das du übrigens jetzt nur einem Platon zusprechen kannst, wenn du das vorher weißt. Das ist ja die große Falle im Materialismus mit dem Vorherdenken, dass ich so oft denke an mein Wasserglas. Was der Materialist hier zeigt, was der und der 1700 oder 1800, 1700 Bohrer zerquetscht, ja der und der den Wasserstoff entdeckt. Ich sage, wie willst du den entdecken? Jetzt kriegst du natürlich in den Büchern auch immer eine Erklärung, die aber bei genauer Betrachtung wirklich sich in Luft auflöst, wenn du selber denkst, weil da materialistische Trugschlüsse drin sind ohne Ende. Das ist eben diese Axiomen, diese Thesen, eine Theorie, eine Sichtweise, die nicht mehr in Frage gestellt wird. Und die erste große problematische Sichtweise, ich bin ein Trockennasenaffe und ich kann nur da sein, solange dieser Körper einigermaßen funktioniert und das Gehirn in Ordnung ist. Wenn mein Körper oder mein Gehirn zerstört wird oder nicht mehr funktioniert, gibt es mich nicht mehr.
Das ist das erste große Problem des Materialismus. Und ich sage, was ist das für ein Blödsinn, das als hundertprozentig sicher anzusehen? Ich bin doch auch dann da, wenn ich nicht an den Körper denke. Wie kann ich glauben, dass ich nur deshalb da bin, weil der Körper da ist? Merkst du, der Materialismus dreht die geistreiche Sicht um 180 Grad. Das ist das, was ich versuche, mit dem Klingelingeling-Beispiel darzustellen. Und ich betone bei dem Beispiel immer wieder, ich sage dir jetzt nicht, dass diese neue Sichtweise, der ständige Wechsel in hier und jetzt, dass aufgrund des Klingelns erschaffst du in dir einen Anrufer, den du dir ausdenkst, weil alles, was ist, sind ja nur hier und jetzt in dir auftauchende Informationen. Für Gedanken gibt es kein Vorher und kein Nachher. Ich kann eine Welle aufwerfen und an der Vergangenheit jetzt denken. Aber die ist jetzt diese Vergangenheit, die wird jetzt gedacht. Und alles, was ich auch real erlebe, kann ich nur jetzt erleben und hier. Aber ich jetzt glaube, ich definiere mit meiner Logik, ich bin jetzt in Nürnberg oder ich bin in München oder ich bin sonst wo. Es ist hier in meinem roten Kopf eine Information, die ich Geist anschaue. Und jetzt muss ich mir jetzt erst einmal glauben, dass ich Geist mir einen roten Kopf ausdenke mit einem Geist, der seine Informationen anschaut. Ich bin immer eins drüber, weil ich was bin, was man nicht denken kann. Und das, wenn du verstanden hast, dann hast du Ich bin du verstanden. Das ist Ich bin du und du bist ich. Das ist jetzt ein reines Selbstgespräch. Wiederhole und wiederhole. Wie oft hast du schon gehört, wenn du irgendein Selbstgespräch einschaltest, ich erkläre das jetzt nicht der Heidemarie, die du dir ausdenkst, ich erkläre es auch nicht dem, der sich jetzt dieses Video anschaut, wo angeblich ein von dir ausgedachter Udo mit einer Heidemarie spricht. Ich erkläre es dem Geist, der sich das jetzt ausdenkt, was er jetzt erlebt, egal wer du zu sein glaubst, den erkläre ich das. Und das ist das einzige Ziel meines Bestrebens, ist dieser eine Geist. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, die gehen mir sowas am Arsch vorbei, die sind Figuren in deinem Traum, es sind vergängliche Erscheinungen, inklusive der, der du zu sein glaubst. Der kommt und geht in Bezug auf den Körper. Und Bezug auf den Film, auf den Menschen, auf das blaue Ich, werde so lange für dich da sein, bis du den durchschaut hast. Zeit spielt dabei keine Rolle. Und es ist natürlich jetzt wichtig, wie weit du in dem Buch bist. Als 30, 31-Jährige oder Jähriger hast du noch einiges vor dir. Da ist jetzt die Heidemarie, die du dir ausdenkst. Das Heidemarie-Buch ist da schon ein fortgeschritten. Und du merkst jetzt hier als Heidemarie, wenn du die Heidemarie bist, dass es gar nicht um Filmwisserei geht, wie ich sage. Das ist ja auch so eine Polarität. Dass wenn man hier die Ohrenbohrungen zum Studieren anfängt, das begreife ich ja nie und das Hebräische. Und ich kann doch nicht oft genug sagen, das ist vollkommen sekundär. Das Einfache und das Komplex Schwierige ist doch auch schon wieder Gedankenwelle. Du kannst den Weg des Einfachen gehen. Das sind meine einfachen Sätze. Wer bist du? Mach dir doch einfach mal eigene Gedanken. Du entmündigst dich laufen, wenn du meinst, du müsstest irgendwo von Schwätze in deinem Traum hören. Und dir wird jetzt erst einmal bewusst, dass die Menschen um dich rum das allererste, was sie machen, sie marschieren los und wollen von irgendeiner Figur in ihren Traum gesagt bekommen, was sie glauben sollen. Und du wirst merken, alle Figuren in deinem Traum, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, eine davon ist der Udo, werden dir immer nur Einseitigkeiten predigen. Erinnere dich an das letzte Update, Heidemarie, mit dieser Evolution und Revolution. Das ist das letzte Update, wo drin steht. Der Ehebruch. Das ist eigentlich so eine Sache, was hat das Wort Evolution bisher in dir ausgelöst? Irgendwas, was sich in der, du bist so programmiert, dass da irgendwas im Jahr Milliarden sich aufgebaut hat. Weil man dir das erzählt hat, das Wort Evolution heißt nur herausräumen. Was hat bisher das Wort Revolution in dir ausgelöst? Irgendein Aufstand des Volkes gegen irgendwelche Reiche, die russische Revolution, die französische Revolution. Revolution heißt nur zurück, revolvere zurückräumen. Jetzt stellst du fest, Evolution und Revolution sind zwei Seiten ein und der Medaille, weil in dem Moment, wo eine Welle herausrollt, fällt die auch in sich zusammen. Das ist im Hier und Jetzt, das passiert gleichzeitig. Stimmt oder stimmt? Das Hoch und das Runter, wenn ich immer so mit der Hand drehe. Ja. Wenn ich eine hochfahre, eine runter, wenn ich eine herziehe, stoße ich eine weg. Das ist immer im Gleichgewicht. Du bist eingebettet in eine unendliche Heiligkeit. Das muss dir bewusst werden. Und umso mehr du loslässt von dem materialistischen Interpretationssystem, umso klarer wird dir das werden. Und das kann man nur wiederholen. Ich wiederhole und wiederhole.
Irgendwann wird es mir mal zu müde. Ich wiederhole das doch nicht für einen Trockennasenaffen, doch nicht für einen Gedanken für dich. Darum sage ich, mach dir, ich bin nicht so doof, dass ich einen Gedanke, den ich mir ausdenke, irgendwas versuche zu erklären. Einen eigenen Gedanken was erklären wollen oder dann verändern wollen. Wenn du einen Gedanken anders haben willst, dann denke ich dir doch einfach anders. Aber Vorsicht, da schwingt schon wieder mit, warum? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn du den Gedanken nicht haben willst, so wie er ist. Bin ich nicht einverstanden. Wenn du ein heiliger Geist bist, wirst du jeden Gedanken haben, genauso wie er ist. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Ich habe immer gern das Beispiel, wenn ich sage, wenn wir jetzt in die Welt der Märchen, der Geschichten gehen, wir können Liebesgeschichten, Komödien, Dramen, Krimis, Horror uns ausdenken. Und ich sage, wenn du jetzt irgendwas nicht willst, zum Beispiel Verbrecher, gibt es keine Krimis mehr. Das ist ja nicht nur, dass du jetzt einen Verbrecher vernichtest, sondern du zerstörst in dem Moment das ganze Genre, diese Vielfalt der Unterhaltung. Du kannst jetzt nur analysieren, was du mit der momentanen Programm als angenehmer empfindest. Aber du merkst schon, dass das Programm sehr selektiv ist. Die Welt deiner Interessen ist so unendlich schmal. Was hindert dich dran, dich zum Beispiel für irgendein anderes Thema zu interessieren? Für Stricken? Sagt der eine, nein, ich will lieber Fußball. Fußball interessiert mich nicht. Nein, mich interessiert Physik. Mich interessiert Modellbau. Das sind diese unendlich vielen Variationen. Aber es ist ein Geist. Das heißt, du wirst ein vollkommener Geist erst in dem Moment werden, wenn du alles durchschaut hast. Und dazu hast du unendlich viel Zeit. Es ist ja alles in dir drin. Das ist es irre. Jetzt schön mit unserem Computer, wo ich immer wieder sage, sobald jetzt irgendein kleiner Funke in dir auftaucht und interessiert ist, dann musst du dir jetzt erst einmal, du wirst dich dann informieren, so sagt man so schön, dazu musst du dir jetzt erst einmal ein Buch ausdenken. Wenn du dich gelöst hast, in dem Moment, wo du das zweite Gebot hältst und du begreifst, da außen ist keine Welt mit irgendeinem Wissen oder irgendwelchen Naturgesetzen, sondern es ist da außen nur das, was ich mir zurzeit ausdenke. Und wenn dich ein neues Wissensgebiet interessiert, dann musst du zuerst einmal ein Buch dir ausdenken. Das ist aber vorher in dir drin. Das heißt, ein ungelesenes Buch stellst du vor dich hin und tust es in kleinen Häppchen dir zuteilen. Wie gesagt, wir stellen es nur symbolisch vor uns hin, weil du kannst es ja nicht trennen von dir. Du kannst einen Gedanken von dir nicht trennen. Also wie unendlich geistlos ist es zu glauben, dass du jetzt dir Gedanken ausdenkst, egal was du denkst, und dir von deinem Ego einreden lässt, du hättest mit diesen Gedanken nichts zu tun. Jetzt sage ich einfach die Frankreich-Krise. Was habe ich als Heidemarie mit dem Frankreich zu tun, mit den fanatischen Moslems? Ja, alles, du denkst dir es doch aus. Du bist der träumende Geist. Drum dieser Satz, diese Erkenntnis, ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist das, was dich frei macht. Und jetzt dieses Ich, das sagt, ich nehme alle Schuld auf mich, muss dir nämlich klar sein, dass jetzt diesen träumenden Geist, der das träumt, den müssen wir natürlich auch freisprechen, weil der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. So kommst du auf eine höhere Ebene. Oh je. Ich sag, meinst du, Gott ist so doof, dass er einen Geistesfunken von sich träumen lässt, ein Leben erleben lässt und wirft dann diesen Geistesfunken vor, was er träumt? Kann der Geistesfunken, kann ein träumender Geist dich raussuchen, was er träumt? Wie oft habe ich das schon gesagt? Du hast doch gar keinen Einfluss drauf. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass du dir das raussuchen konntest, dass ich in dir auftaucht bin. Ich habe gesagt, jetzt ist er langsam so weit, dass ich einmal anklopfen kann, ihn daran zu erinnern, dass er was anderes ist, wie das, was er in seinem Traum zu sein glaubt. Ja. Und du bist jetzt hundertprozentig sicher nicht die Heidemarie. Und du bist auch nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und aufgrund dieser Datei sich die Heidemarie ausdenkt. Der ist auch was Ausgedachtes. Du bist eins drüber. Das ist die Tür in eine neue Welt. Und wie gesagt, ich habe nur die Tür aufgemacht. Und wenn du mir vertraust, wirst du automatisch hochgehoben. Das ist der Jesus, der Isha, der im Koran von Gott entrückt wird. Auch der Elia im Alten Testament. Diese Entrückung, das ist ein ganz, ganz anderer Vorgang. Und es geht nur um das Vertrauen. Du musst dich trauen. Und du musst was opfern. Den Glauben, den du bisher mein Glauben, mein Wissen genannt hast, das opferst du einfach in der Erkenntnis, dass das schlichtweg etwas ist, was du in dir vorgefunden hast. Das war was Gegebenes. Im Lateinischen nennt man das Dativ.
Da kommen die Daten her. DT schreibt man das. 4400. Die Daten. Und DD heißt der Glaube, die Religion. Du konntest dir das nicht raussuchen. Immer wieder das Schwämmchen konnte sich gar nichts raussuchen. Nehme ich dann immer in der Gebärmutter, in der Matrix, wenn ein Wesen in der Matrix heranwächst, kann das sich raussuchen, was es wird? Kann ein Mensch sich raussuchen, ob er Männchen oder Weibchen wird, blaue Augen hat, grüne Augen, was für Hautfarbe er hat, ob er schwul ist oder nicht schwul ist? Diese unendliche Verlogenheit von diesen scheinheiligen Gutmenschen. Das immer wieder auch, wenn man jetzt aktuelle Flüchtlingskrise, da haben wir diese zwei, jetzt bewusst wieder zwei Lager, die wir uns ausdenken, die Gutmenschen und die Rechtsradikalen. Aber dass natürlich diese Gutmenschen komischerweise auf ihre eigenen Brüder, die sie als rechtsradikal ansehen, mehr oder weniger von sich stoßen, weil sie lieber Moslems, Fremde aufnehmen. Merkst du, das ist immer, die müssen immer bezahlen, die sind voller Hass. Ja. Voller Entsetzen gegenüber den Lieblosen. Weil sie sympathisieren, mitleiden mit den Leidenden. Die Lösung lässt sich auf der unteren Ebene. Wirst du nicht finden, solange die Lösung liegt weg von der Einseitigkeit. Dass ich immer wieder so auch alle Welt verbessere, egal wie es sind, streben einseitige Ziele an. Was hier in deiner Traumwelt abläuft, diese sogenannten Weisen der Welt, sind immer nur im Verbessern, indem sie meinen, eine Einseitigkeit anzustreben, dass den Zustand wollen wir haben, den anderen müssen wir vernichten. Nur glückliche Menschen, nur zufriedene Menschen. Das ist die Freiheit, wird ja zurzeit in Bezug auf unser Frankreich-Syndrom, wird ja so oft von Freiheit, wir lassen uns die Freiheit nicht wegnehmen. Ihr großen Mann, du wirst doch nicht glauben, dass ein Trockennasenaffe in irgendeiner Form frei ist. Er ist ein geistloser Zombie, der hier zwar groß im Mund aufreißt gegen die Reichen und gegen die Illuminaten und um Gerechtigkeit schreit, aber nehmt denn ihr mal ihr Handys und ihr Alltagsgewohnheiten weg. All das Zeug, wo ich immer wieder sage, wenn wir jetzt die Zeit etwas zurückdenken, wir gehen in die 80er Jahre, meinst du, dass 1980 irgendein einziger Mensch ein Handy vermisst hätte? Nein. Hat es keine gegeben? Genau. Auch praktisch noch keine Computer im normalen alltäglichen Bereich. Ich habe so oft darauf angesprochen. Jetzt hörst du alle ohne Computer, ohne Handys, das wird ja überhaupt nicht mehr gehen. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern verstehe die Symbolik. Es ist eine Droge, eine absolute Droge. Und jetzt, wenn man hier, ich sage mal, schon gewisse Reife gehabt hat, 1980, wenn du jetzt zurückblätterst an Lebensgeschichten innerhalb deines Lebens, musst du dir eingestehen, es war doch die Welt genauso wie jetzt. Wenn du als Heidemarie lebend durch Nürnberg gegangen bist, da sind Autos rumgefahren, es ist komplett dieselbe Welt gewesen, mit allem drum und dran. Aber da hat es in keinem Geschäft, in keinem Laden, praktisch in keiner Bank hat es einen Computer gegeben. Geschweige denn ein Handy. Also wie gesagt, es war bekannt, ich habe so oft erwähnt, wenn ich jetzt wieder Lebensgeschichte nehme, ich bin 1976 als Brüssel-Udo, jetzt Worte, es sind nur Worte, die Vorstellungen in dir auslösen. Mir ist es sehr wichtig, dass dir das bewusst ist. Bin ich 76 das erste Mal nach Amerika geflogen. Ich kann dir garantieren, dass in ganz Weißenburg nicht ein allereinziger Betrieb war 1976, auch keine Bank, keine Zeitung, wo ein Computer gestanden wäre. Ja. Das war die Disco-Ära, Saturday Night Fever. Da habe ich damals schon Disco-Anlagen und Lichtorgeln gebaut und so Zeug. Aber nichts computergesteuert, alles analog. Weil das hat es eigentlich, das war bekannt, aber es war noch nicht im praktischen Betrieb. Oberflächlich war das komplett dieselbe Welt, ins Auto, zum Essen gegangen, zum Tanzen gegangen. Da hat man nichts vermisst. Jetzt nehmen wir mal jetzt das weg. Meinst du, dass das Freiheit erschaffen hat? Der ganze Medizinwahn, die ganze Medizin, die sich hochschurkelt, wenn du Apothekerzeitung nimmst, wo immer wieder neue Krankheiten erfunden werden, wo du gar kein Problem damit hattest, was Krebs erzeugen ist und was das schlecht ist und das schlecht ist, das, was du nicht kennst, ist nicht, wenn du es nicht ausdenkst. Verstehst du, das ist der Witz. Und was du denkst, wird so funktionieren, wie du es denkst. Jetzt ist bloß die große Frage, ist es deine Meinung? Weißt du, das größte Frevel, den es überhaupt gibt, wenn ein Materialist das Wort Freiheit in den Mund nimmt? Ihr wisst doch überhaupt nicht, was Freiheit ist. Die Freiheit des Geistes.
vollkommen programmglaubensgesteuerte Meinungen und Bilder, die in deinem Kopf auftauchen. Und erst wenn du dich über dieses Tier erhebst und es zum Objekt deiner Beobachtung machst, da musst du jetzt aber wagen, den Schritt in das Nichts. Das ist der Schritt in die geistige Welt. Sich loslösen. Ich habe doch hier auch eines der letzten Updates, war so ein 2-Stunden-Film über die ist die Erde flach? Wenn dich erinnerst, habe ich dir doch geschickt. Im Ding drin. Dass mir wichtig ist, auch hier ein riesengroßer Fehler, wo keiner bezweifelt ist, dass da außen eine Erdkugel ist. Das ist der erste große Problem. Und das nächste, wo dann kommt, ist, wann permanent sucht der Geist den, den wir uns jetzt ausdenken, der das Video gemacht hat. Ganz bewusst ausgedacht, denken wir uns jetzt an Schöpfer von dem Video, das ist ein gewisser Charakter. Und ich sage immer wieder, es ist ja eine einzige Kritik. Kritik sagt nichts aus über das, was kritisiert wird, alles über den, der kritisiert, bewertet, dass immer in der Welt da außen ein Schuldiger gesucht wird. Jetzt frage ich dich, kann in einem Traum, in einer Traumwelt irgendeiner schuld sein? Es ist in einem Traum wie in einem Roman, wie in einem Märchen, jeder so, wie der Autor ihn festlegt. Das ist der, der sich's ausdenkt. Stimmt oder stimmt? Wenn ich mich hinsetze und einen Krimi oder einen Horrorfilm oder irgendeine Geschichte, ein Märchen entwerfe, wie oft habe ich schon gesagt, ich werfe dem Wolf, dem Lupus, der Rotkäppchens Großmutter aufgefressen hat, dem werfe ich nicht vor, dass er das gemacht hat, der kann gar nicht anders, weil ich ihn mir so ausdenke. Wie oft habe ich im Fliegensteig gesagt, ich habe so viel Bewusstsein, dass ich, wenn ich jetzt von korrupten Politikern rede, dass ich den korrupten Politiker, die ich mir jetzt ausdenke, nicht vorwerfe, dass sie so sind, wie sie sind. Mir ist bewusst, die gibt es jetzt nur, weil ich sie denke und die werden so sein, wie ich sie denke. Und wenn ich mich jetzt erhebe, dass ich mir jetzt einen Udo ausdenke, der sich das so denkt, der kann sich das nicht raussuchen. Das ist nur ein träumender Geist. Verstehst du, dass du dich jetzt trennst? Das ist, jetzt kommst du in das rote Ich, ich bin du und du bist ich. Ich weiß hundertprozentig sicher, dass ich immer bin. Das heißt, wenn das Gespräch jetzt, die Datei wieder geschlossen wird, bin ich immer noch da. Ich bin auch dann da, wenn ich nicht an eine Heidemarie denke. Ist ein Fakt. Ich bin auch dann da, wenn ich nicht an einen Udo denke. Und ich bin auch dann da, wenn ich nicht an den Blödmann denke, der sich jetzt dieses Video anhört. Stimmt oder stimmt? Ja. Merkst du, dass das irgendwie auf eine eigenartige Art verschmilzt auf der höheren Ebene? Dass die Unterschiede sich auflösen, wenn ich sage, ich bin du und du bist ich? Rot geschrieben und alles andere, was wir jetzt Singular rot geschrieben, was wir uns ausdenken, sind nur unsere Gedankenwelt. Die kommen und gehen und das lässt uns Lebendigkeit füllen in allen Facetten. Udo, das ist so begreifbar für mich jetzt. Und ich habe auch in vielem ja schon umgedacht, weil mir das einfach einleuchtet. Aber warum, um Gottes Willen, lässt sich das dann so schwer umsetzen? Warum kommt Wer ständig bestimmt dieses... jetzt das? Wer bestimmt jetzt das? Jetzt, wenn ich sage, das bestimmt das Programm Heidemarie, das ist das Ego. Ja, eben das Ego und... Jetzt, pass auf, du bist nicht die Heidemarie und du bist nicht das Programm, du bist der Geist, der jetzt das, was du dir ausdenkst, diese Figur in einem Traum beobachten sollst. Der Sinn des Lebens ist, dieses Programm zu durchschauen. Ja. Und da erkenne ich jetzt viele Facetten als Beobachter. Mach einfach einmal mich. Ich habe jetzt eine Heidemarie. Zuerst einmal geht es dir zu langsam. Die will in der Zukunft einen Zustand erreichen, der schon da ist, wenn du ich bist. Ich sage das immer wieder. Die Seligkeit ist das ewige Hier und Jetzt. Ich erkenne jetzt, dass die Figur Heidemarie glaubt, sie müsste was umsetzen, um in der Zukunft einen Zustand zu erreichen, der diesen Seelenfrieden ausmacht. Wenn du nur beobachtest, ist es doch schon da. Wenn du dich gelöst hast, dass du wirklich der Geist wirst, der sich den Traum anschaut. Ein träumender Geist hat ja ein Problem mit dem, was in seinem Kopfkino passiert. Meinst du, das Kino, ich mache jetzt Kino oder die Lampe im Projektor, hat ein Problem, wenn jetzt da ein Film läuft, ein Kriegsfilm läuft und es steht kurz davor, dass da hier über Nürnberg eine Atombombe gezündet wird auf der Leinwand? Hat da die Lampe im Projektor, die den Film projiziert, ein Problem damit? Das bist doch du. Merkst du, wie hartnäckig der Glaube ist, ich bin diese Figur im Traum, ich will was erreichen? Ja. Du wirst jetzt immer mehr merken, dass so extrem oberflächlich betrachtet kompliziert und komplex diese Vordersprache, diese Feinheiten sind, diese unendliche Vielfalt, dass auf der anderen Seite eine ganz, ganz einfache Erkenntnis steht. Ja.
Und die einfache Erkenntnis, wenn du erreicht hast, kriegst du die Komplexität automatisch geschenkt, weil du weißt, das ist ja eher das in mir drin. Ich habe alle Zeit der Welt. Darum ist jetzt das da mal wichtig. Was bin ich? Was ist Leben, was ich erlebe? Wer ist es, der das erlebt? Schon die Erkenntnis, dass der Geist, der das Leben erlebt, egal welches Leben du erlebst, dass er sich, während er das Leben erlebt, als Ding an sich nicht verändert, dass er nicht altert, dass er nicht zerstört werden kann. Aus jetzt gedachten, woher erklärten Gründen. Ja. Und wenn du das für dich erkennst, Tat Vam Asi heißt es in den Upanishad, das bist du. Du bist immer nicht der Udo, den du jetzt zuhörst. Und du bist ich. Und da kann ich tausendmal nochmal wiederholen, du Geist, der du jetzt dieses Gespräch aufmerksam dir angehört hast, du bist ein Auserwählter. Du bist die große Ausnahme, die die Regel bestätigt im Angesicht all dieser unendlich vielen Menschen, Gedanken, die du dir ausdenken kannst. Du bist immer niemals ein Gedanke, den du dir denkst. Und du verlierst auch nichts, wenn jetzt dort deine Logik sich einmischt, weil alles, was du zu sehen bekommst, hast du jetzt erst einmal aus dir herausgenommen, vor dich hingestellt, zur Form gemacht. Und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wieder in dich rein. Wie kannst du glauben, dass du dann was verloren hast? Um was lieben zu können, musst du es zuerst hassen. Hassen heißt von dir trennen, von dir stoßen, du musst es vor dich hinstellen und erst dann taucht es in dir auf und du kannst es lieben. Das ist der Unterschied hier, die rote Liebe ist allumfassend. Und du selber bist ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Das ist immer wieder, wenn wir uns das Meer mit seinen Wellen denken, ich sage so oft, diese Wellen sind ein oberflächliches Phänomen, so wie die Form bei der Gnede. Und es können 5 Meter unter der Wasseroberfläche können keine Wellen sein, weil das ein oberflächliches Phänomen ist. Und die Form einer Tasse kann nicht in der Gnede selber drin sein. Es ist ein oberflächliches Phänomen. Aber jetzt denkst du dir bei den 200 Gramm rote Gnede schon an Raum und bei dem Meer, das Meerwasser, denkst du dir auch an Raum. Und du musst jetzt wissen, dass dieser Raum, den gibt es nicht. Das ist ein unendlich kleiner Punkt, das ist L. Das ist das Brahma atmet eine Welt aus und er atmet die Welt wieder ein. Und jetzt ist es wichtig, dass die eingeatmete Welt, es fällt in einen unendlich kleinen Punkt von Energie zusammen, der sich jetzt einhüllt, gedankterweise, El und Le oder Al-Le. Das ist dieses um dich herum aufbauen, dass du immer wieder sagen kannst, du kannst dich jetzt hinsetzen, du kannst jetzt mit dem Heidemarie-Programm die Augen zumachen und du kannst, ich habe das so oft schon durchgespielt, du kannst jetzt dann Schädel der Heidemarie denken, dann hast du über dir die Schale, die Nase vorne. Das kannst du ja denken, aber es ist immer nur das da, was du denkst. Und dann sage ich, wisch schon weg und plötzlich denkst du dich in deine Küche und du denkst jetzt, du magst dieses und jenes, dann stehst du in der Küche. Aber es ist letztendlich, bist du immer in der Mitte. Das ist bei Mose im letzten, du kannst in das gelobte Land nicht hineingehen. Das ist wie in einer Spiegelwelt. Du kannst alles überblicken, weil du bist das Zentrum. Darum ist auch immer so der oberflächliche Satz, das erste Verschen von außen nach innen muss führender Weg, mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Ich kann dich gar nicht nach innen führen, du bist die Mitte. Das ist die Erkenntnis. Du bist immer die Mitte, du denkst immer alles um dich herum. Du bist immer das Zentrum. Ob du jetzt Nürnberg um dich herum denkst oder Fliegenstaud oder München oder Hamburg oder egal was es ist. Oder deine Küche oder das Klo. Es ist, du baust nur Bilder auf und jedes Bild, jedes neue Bild fällt dann zusammen und dann musst du ein neues Bild um dich herum aufbauen. Das ist übrigens wiederum ein Faktum. Als Geist wird dir das immer klarer werden. Was natürlich auf der Strecke bleibt, ist diese deine bisherige Vorstellung von einer raumzeitlichen Welt da außen, die auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. So, jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke, ganz Danke herzlich. für das Selbstgespräch. Und alles Liebe. Ido. Danke. Tschüss. Tschüss.